Verkäuferin Nadine ist von Kollegin Kirsten in die Klinik gebracht worden, weil sie sich vor Rückenschmerzen kaum noch bewegen kann. Doch trotz ihrer starken Beschwerden setzt die 45-Jährige offensichtlich andere Prioritäten. Ich muss unbedingt mal telefonieren. Ja, dann machen Sie schnell. Ja, danke schön. Meine Zeit ist ja auch begrenzt, ne? Komm, ich danke Ihnen. Was ist das denn jetzt? Jetzt soll ich doch Rückenschmerzen gehabt. Ich fahre Sie extra hier hin und ich bin die Kollegin. Wir gehen mal direkt schon mal rein. Arbeitskollegin. Ja. Sie sind die Kollegin. Ja, okay. Arbeitskollegin. Alles klar. Und ich habe sofort, weil ich starke Schmerzen hatte, ins Krankenhaus hier hingebracht und jetzt geht sie telefonieren. Ich verstehe das nicht. Die Patientin wurde ja hier auf dem Patientenflur vorstellig mit akuten Beschwerden im Bereich der Rückenpartie. Und ich bot auch sofort meine Hilfe an mit meiner Schwester Johanna. Was ich dann etwas suspekt und komisch fand, war, dass sie erst noch ein Telefonat führen musste. Entweder hat man Schmerzen und möchte einen Arzt konsultieren oder man hat keine. Insofern war das eine etwas skurrile Situation. Aber die 2 Minuten Wartezeit nahm ich mir dann und dann kam meine Patientin dann auch. Ich habe Rückenschmerzen, also schon seit Wochen. Ich nehme Tabletten. Ich habe auch heute Morgen eine Tablette genommen, aber ja, manchmal wirkt die und manchmal nicht. Also irgendwie ist das tagesabhängig. Und hatten Sie einen Unfall gehabt vor ein paar Wochen dann halt? Fing das mit einem Unfall an oder? Nein, ich weiß auch nicht. Also ich meine, ich muss halt viel arbeiten. Wir beide arbeiten im Supermarkt und da muss man schon arbeiten. Ich habe einen Sohn. Ja. Und den muss ich halt öfters tragen und der ist schon schwer. Also der ist jetzt gerade erst mal 3 Jahre und ich muss ihn immer rumtragen. Das ist so mein Liebling und sportlich ist schon schwer, es ist nicht so einfach. Ja. Sportlich haben Sie jetzt nichts gemacht dann? Dass ja doch, man sagt ja, Rückengymnastik hilft irgendwie. Ja. Und da habe ich bei YouTube was versucht zu machen, aber das hilft irgendwie nicht. Aber ich verstehe das nicht, dein Mann kann dir doch auch mal behilflich sein. Der kann doch auch mal den Kleinen auf den Arm nehmen, tragen und sich da kümmern. Das musst du doch nicht alles alleine machen. Kirsten, möchte ich doch nicht ein in meine Erziehung, du. Ja. Du weißt doch gar nichts über mich. Also ich muss das schon alleine machen und ich kann das auch. Es ist überhaupt kein Problem. Sie müssen es nur schaffen, dass ich meine Rückenschmerzen. Also Sie haben keinen schweren Unfall gehabt, keine schweren Belastungen gehabt, also, außer das Normale, was Sie gerade geschildert haben, beruflich und privat. Ja. Dann müssen wir einfach mal zur Untersuchung schreiten jetzt. Ja. Frau Achtner beschrieb rezidivierende Rückenbeschwerden, hauptsächlich im Bereich der unteren Rückenpartie. Meine Befragung zeigte, dass sie in einem Supermarkt arbeitet, hauptsächlich sitzende Tätigkeit hatte dort an der Kasse. Akute Traumata, akute Unfallereignisse wurden nicht beschrieben. Ich ging von einem chronischen Rückenleiden aus und musste natürlich die Patientin daraufhin auch untersuchen und gegebenenfalls dann noch weitere diagnostische Maßnahmen einleiten. Ich bin eigentlich fit, also, aber diese Rückenschmerzen, das ist jetzt seit Wochen, das ist nicht normal. Normalerweise kann ich mein Leben strahlt das irgendwo in die Beine aus, oder? Wie bitte? Strahlt das irgendwo in die Beine aus? Haben Sie so ein Gefühl wie Ameisen laufen oder sowas nicht? Hm? Weniger. Okay. Wenn ich mal hier so ein bisschen fühle, fühlen Sie das gleich? Machen wir mal einmal so eine Routine-Check. Ja? Das ist kein Unterschied für Sie, Partner? Nee, ich merke das. Wenn Sie mal das Bein versuchen hochzuheben gegen meinen Druck. Das geht aber noch, oder? Ja. Da haben Sie ganz gut Kraft. Die ist auch seitengleich. Okay. Das geht auch. Gut. Würden Sie sich vielleicht einmal hinsetzen? Ja. Geht das? Ich würde gerne mal, von hinten untersuchen, schnell. Mhm. Wie alt sind Sie jetzt? 45. Okay. Ist dann auch kein Alter, ne? Also eigentlich finde ich, für mein Alter bin ich noch fit. Bis auf die Rückenschmerzen, ne? Und das ist halt das Schlimme. Das muss einfach weg. Spüren Sie hier unten was, wenn ich so... Ja, es tut weh. Okay. Ich zeig das einfach nicht so. Deshalb glaubt mir das keiner. Aber ich habe echt Schmerzen. Die klinische Untersuchung zeigte primär keine neurologischen Ausfälle. Motoriksensibilität in beiden Beinen war soweit unauffällig. Eine Druckschmerzhaftigkeit bestand über der Lendenwirbelsäule, auch mit deutlichen Muskelverspannungen. Natürlich muss man auch mal hier an Bandscheibenvorfälle denken oder einen Bandscheibenvorfall denken. Letztendlich bei chronischen Rückenbeschwerden kann es aber auch degenerative Schäden geben, das heißt Altersveränderungen im Prinzip bei erheblicher oder bei vermehrter Belastung. Das konnte ich letztendlich nur durch eine Röntgenuntersuchung und eine Kernspinuntersuchung ausschließen. Und wir würden jetzt, wie gesagt, eine Röntgendarstellung machen und einen Kernspin, wenn wir es direkt noch reinkriegen, um die Weichteile auch zu beurteilen, zwischen den Wirbelkörpern zum Beispiel. Und dann sehen wir uns danach wieder und dann müssen wir schauen, was wir machen können. Und Sie meinen, die sind dann weg, die Schmerzen? Wenn wir da irgendwie was kriegen, das geht dann sofort irgendwie... Ja, erstmal müssen wir wissen, was Sie haben. Ne? Man kann Sie natürlich abschießen hier mit irgendwelchen Schmerzmedikamenten, aber das bringt uns nicht weiter. Das denke ich, will ich auch gar nicht. Ich muss fit sein. Ich muss mein Leben gestalten können, das ist wichtig für mich. Also Johanna wird Sie jetzt praktisch hier... Ja, ich habe schon angemeldet, wir können eigentlich... Sie gehen rüber zur Röntgenabteilung
Und dann hoffen wir, dass wir danach ein bisschen mehr wissen als jetzt. Super, das fand ich an. Das können wir anbehalten oder lassen wir es hier. Ich habe es nur einmal so gecheckt. Genau, ich hole Ihnen aber noch einen Rollstuhl, weil mit den Schmerzen würde ich Sie ungern gehen lassen. So machen wir es, ja? Danke. Kollegin Kirsten schiebt Nadines schroffe Reaktion auf ihren gut gemeinten Rat den starken Beschwerden der 45-Jährigen zu. Doch als die schmerzgeplagte Verkäuferin mit den folgenreichen Röntgenergebnissen konfrontiert wird, zeigt sich, dass bei ihr weit mehr im Argen liegt. Hallo. Hallo. Und? Wieder zurück. Geht's aus? Ja, Schmerzen habe ich immer noch. Ja, passt auch zu den Bildern, die wir haben. Ein Ergebnis, kann ich nach Hause und wissen Sie irgendwas? Nach Hause können Sie ja immer, wir sind ja kein Gefängnis. Ja, ich hatte auch mit der, die Schmerzen weg. Ich hatte ja mit der, ja, so ganz einfach ist das nicht. Ich hatte ja mit der Röntgenabteilung auch schon gesprochen. Also wichtig ist vor allen Dingen, dass wir hier keinen Bandscheibenvorfall haben. Ja, das muss man ja auch ausschließen. Das hätte auch eventuell gepasst zu der Symptomatik von Ihnen. Und was wir festgestellt haben, ist im Prinzip, dass Sie doch schon einen sehr hohen Verschleiß haben in der unteren Wirbelsäule, in der Lendenwirbelsäule. Wir können vielleicht Ihnen das auch nochmal hier, dann wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Da wird es ein bisschen anschaulicher. Genau, hier, das ist unser kleiner Freddy. Ja. Und da können wir mal schauen. Und nur, dass Sie es mal sehen, was Sie da auf dem Röntgenbild sehen. Im Prinzip geht es hier um diese kleinen Gelenke. Ja? Da sind die Wirbelkörper aufeinandergesetzt. Mhm. Und da kann es halt zur Arthrose, zu Gelenkverschleiß kommen. Und da ist natürlich viel Arbeit drin in so einer Wirbelsäule. Und dann diese Gelenke verschieben sich gegeneinander. Und wenn die irritiert sind und wenn die ein bisschen verändert sind, tatsächlich altersverändert sind, dann macht das diese Schmerzen, die auch gut zu dem klinischen Befund passen. Mhm. Ne? Der Befund bei meiner Patientin war ja das Bild einer Facettenarthrose, eine Arthrose der kleinen Wirbelgelenke. Das sind letztendlich die Gelenke, die die einzelnen Wirbelkörper aufeinander halten. Die Wirbelsäule brauchen wir bei nahezu allen Bewegungen. Insofern sind diese Wirbelgelenke auch sehr stark belastet. Und so kann es dann auch zu Altersveränderungen, Altersschäden kommen, wo die Gelenke einfach nicht mehr so gut artikulieren wie junge und unberührte Gelenke. Und das führt natürlich dann auch zu chronischen Rückenbeschwerden, wie bei meiner Patientin auch. Was man tatsächlich anbieten kann, ist eine sogenannte Facettenblockade oder später dann Facettendenervierung. Wir haben die Möglichkeit, das als kleinen Eingriff, nicht als Operation, als kleinen Eingriff hinten praktisch mit einer Nadel unter Röntgenkontrolle in den Bereich dieser Facetten zu kommen. Wir sehen dann auch genau, wo wir hin müssen. Und wir können dann Lokalbetäubungsmedikamente oder Cortison reinspritzen, um zu schauen, wie sie da reagieren, dass sie da schmerzfrei sind. Okay. Und das heißt, kann ich jetzt erstmal gehen oder? Ich unterbreche noch mal kurz. Ich habe nämlich gerade mal hier in unserem System geschaut. Wir haben da morgen im Laufe des Vormittags so einen kleinen Zeitslot, wo ich das noch einbauen könnte. Also dann könnten wir Sie direkt für diesen Angriff hier anmelden, für diesen Eingriff. Und dann haben Sie es praktisch schon. Ich muss gucken. Ich kann nicht so einfach weg. Wir könnten das morgen für Sie planen. Die Narkoseärzte, die Narkoseschwestern machen noch mit. Sie kriegen einen kleinen Dämmerschlaf. Je nachdem, wie man so gestrickt ist, ängstlicher Patient oder nicht. Lieber nicht. Und dann würden wir Sie auch eine Nacht hier lassen. Eine Nacht? Eine Nacht würde ich Sie zur Beobachtung hier lassen. Die Schmerzen sind ja doch ein bisschen extremer bei Ihnen. Und wenn alles gut geht, gehen Sie nach einer Übernachtung dann erstmal nach Hause. Und das dann planen wir die weiteren. Nadine, jetzt reiß dich mal zusammen. Dein Mann ist auch noch da. Der kann sich doch mal eine Nacht und einen Tag mal um euren Sohn kümmern. Warum achtest du nicht jetzt mal auf deine Gesundheit? Es wird von Tag zu Tag schlimmer. Du verstehst das nicht. Was? Ich nicht. Mein Mann und mein Kind. Ich hab's noch niemandem erzählt, aber wahrscheinlich muss ich es euch erzählen. Ich habe ein tolles Kind, es ist wunderbar, ich liebe es, aber es hat das Down-Syndrom und es ist auf mich fixiert. Deshalb muss ich es ja rumtragen. Es dauert alles ein bisschen länger und ich kann es nicht einfach bei meinem Mann lassen oder länger bei meinem Mann oder bei anderen Leuten. Das geht nicht. Ach so, es braucht mich. Ich muss fest da sein. Ich wollte es jetzt gleich abholen und ich muss einkaufen. Ich bin nicht so frei. Ich brauche diese OP. Das ist ganz wichtig für mich. Ich muss leben und arbeiten und mein Kind rumtragen. Aber warum hast du denn nie was gesagt? Warum hast du es denn nicht gesagt? Ich weiß ja nicht, wie andere reagieren. Ich liebe mein Kind. Mein Kind ist das Allerbeste, was es überhaupt gibt. Aber andere sehen das nicht so. Ich muss jetzt erstmal gehen. Kollegin Kirsten begreift nicht, dass Nadine scheinbar eher bereit ist, ihre starken Rückenschmerzen zu ertragen, als sich von Ehemann oder Freunden helfen zu lassen. Überraschend meldet sich die Verkäuferin dann aber doch für die Operation am folgenden Morgen an.
Auf die Idee, dass die 45-Jährige neben der Behinderung ihres Sohnes noch etwas verschweigt, kommt bisher niemand. Genau, wir haben jetzt alles vorbereitet. Der Doktor wird gleich kommen. Sie bekommen jetzt keine richtige Vollnarkose. Es ist eine leichte Sedierung. Das ist für Sie auch deutlich angenehmer. Ja. Und ja, sagen Sie mal, wie haben Sie das denn jetzt mit Ihrem Sohn geregelt? Ja, mein Mann hatte zum Glück ein bisschen Zeit und der übernimmt das. Da bin ich auch total froh. Ja, das verstehe ich. Ja, ist manchmal gar nicht so einfach mit so ja noch kleinen Kindern auch, ne? Es ist alles okay. Okay. Ja, auch mit Kindern. Ich habe schon so viel geschafft und auch das schaffe ich. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Ja. Also ich finde auch, Sie sind eine starke Frau und das glaube ich Ihnen sofort. Ja. Und jetzt? Leid. Ich nein, alles bin immer gut. Durch den Wind. Alles gut. Machen Sie sich keine Gedanken. Wie gesagt, wir haben jetzt alles vorbereitet. Der Doktor kommt jetzt gleich hinzu und okay, genau, müssen Sie sich keine Gedanken machen. Okay. Ja. Doch trotz des Beruhigungsmittels sind die Gedanken der 45-Jährigen im OP ständig bei ihrem Sohn Neo. 2 Stunden nach dem Eingriff hat Mama Nadine zwar noch ein Taubheitsgefühl in den Beinen, ist aber schon wieder ganz für ihren 3-Jährigen da. Dass die Operation mit einer Nacht in der Klinik verbunden ist, scheint die Verkäuferin verdrängt zu haben. Babys schlafen, drum schlaf auch du. Ich hab dich lieb. Wir sehen uns nachher. Bis dann. Die Facettenblockade ist kein schwieriger Eingriff. Komplikationen sind nicht zu erwarten. So war es bei meiner Patientin auch. Und sie sollte sich relativ rasch und schnell davon erholen und konnte dann auch am nächsten Tag oder sie sollte am nächsten Tag dann auch wieder schnell nach Hause entlassen werden können. Wie wir es auch besprochen haben, morgen früh, wenn alles gut geht, geht's nach Hause, ne? Nein, aber kann ich nicht heute schon gehen, weil... Nadine, der Arzt hat gesagt morgen und das wusstest du und du bleibst auch heute im Krankenhaus. Dein Mann, der kann mit dem Kleinen nachher vorbeikommen, dich besuchen und er kann darauf aufpassen. Was ist denn jetzt schon wieder los? Mein Mann, ja, mein Mann passt auch auf, aber der kann nicht so lange. Der kann heute Nachmittag ein paar Stunden, muss er weg und dann morgen fährt er in Urlaub. Wie morgen in Urlaub? Normalerweise fahrt ihr ja dann zusammen als Familienurlaub. Nein, ich hab dir's ja nicht erzählt. Wir sind nicht mehr zusammen. Wie? Ihr seid nicht mehr zusammen? Er hat sich getrennt. Das ist schon ein paar Tage. Was? Ja, ich hab's doch schon gemerkt. Er hat eine Frau ohne Kind. Was weiß ich, ich kenne ihn noch nicht mal. Was ist mir das auch egal? Ich hab meinen Sohn. Mein Mann kann weg sein wegen mir. Aber passt nur heute auf und ich muss deshalb nachher gehen. Sie müssen irgendwas machen. Oder ich kann ja, vielleicht. Soll das versuchen? Das Kribbeln geht doch weg, haben Sie gesagt. Ja, trotzdem, Sie müssen jetzt auch an sich denken. Vielleicht versuchen Sie tatsächlich, Ihren Mann noch mal anzurufen. Sie sagten ja, er fährt morgen in Urlaub. Vielleicht kann die Freundin auch kurz helfen. Ich kann auch helfen und mich um den Kleinen kümmern. Das geht schon. Dass Ihr Mann vielleicht die Nacht noch dranhängt und dann geht's morgen früh nach Hause und dann ist ein bisschen hektischer Übergang, aber so funktioniert's ja dann halt. Ja, keine Ahnung, aber es geht schon. Mein Sohn braucht mich. Ich kann dir doch helfen. Frau Aachner hatte arge Schwierigkeiten damit, Hilfe anzunehmen. Sie scheint ja auch von der Person wirklich eine stolze Mama, eine stolze Frau zu sein. Für sie war das eine Schwäche, wenn man Hilfe annehmen muss. Sie wollte unbedingt, dass niemand Mitleid mit ihr hat, weil das eventuell auf ihr Kind zurückzuführen wäre, was eben Trisomie 21 hat. Aber sie hat sich da völlig im falschen Licht gesehen, weil ich es überhaupt nicht schlimm finde, auch mal Hilfe von außen anzunehmen. Nimm doch mal Hilfe an, bitte. Das würde ich auch sagen, Frau Anna. Es ist gar nicht schlimm. Also Sie haben doch genug Hilfe jetzt drumherum. Sie sind alleinerziehend, Sie sind berufstätig. Genau. Und dann kann es doch durchaus sein, dass man auch mal Hilfe von anderen Menschen in Anspruch nimmt. Das ist ja auch keine Schwäche oder sonstiges. Ja, das ist ja so. Ich habe schon Angst, dass ich für schwach gelte. Die Leute sehen, denken immer, es wäre so schlimm, so ein Kind zu haben. Ich habe das allerbeste Kind, was es gibt. Es hat ein Down-Syndrom. Ja, aber es ist toll, es ist mein Kind. Ja. Und ich liebe es. Ja. Und alle Leute gucken mich so mitleidig an. Ich hasse das. Nein. Ich will keinen Menschen, der mir hilft. Ich schaffe das normalerweise, aber... Man sieht Sie ja schon als energische und starke Frau hier. Ja. Das sind Sie auch. Und das ist auch sicherlich eine Belastung, die Sie da zu Hause tatsächlich haben. Ach. Aber da fällt Ihnen kein Zacken aus der Krone, wenn Sie auch mal von einer Freundin ruhig mal ein bisschen Hilfe in Anspruch nehmen. Lass uns das doch zusammen versuchen und machen. Ich finde, das ist eine gute Idee eigentlich. Ja. Ja. Ach, ich finde euch so toll. Das ist doch keine Schwäche. Es ist echt so toll, wie ihr für mich da seid. Ich kenne das gar nicht. Ja, aber vielleicht dann musst geht du das doch was sagen, dann kann man dir doch helfen. Kennen Sie das Kind denn schon, oder?
Nein, ich habe das Kind noch nicht gesehen. Ja, das ist da ziemlich auf mich fixiert, aber wenn wir das zusammen machen, wir könnten ja vielleicht ein Videochatten machen. Gerne. Und dann lernt er dich kennen und dann lass uns das vielleicht machen. Eine Idee. Ja. Das wäre echt eine große Hilfe. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich das alles stemmen soll. Ja. Eins nach dem anderen. Ja. Jetzt haben wir das doch alles geregelt. Wichtig ist, dass sie jetzt erstmal gesund werden. Ne? Ja. Genau. Ist ja für den Neo auch ganz wichtig, dass erstmal die starke Mama wieder auf die Beine kommt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das wird toll. Also ich finde, das ist eine gute Idee. Ja. Und wir schauen jetzt, dass wir, wenn es Ihnen morgen gut geht, geht es nach Hause morgen früh. Sie versuchen Ihren Mann tatsächlich noch mal anzurufen, ob er das bis morgen früh noch mal durchhält. Ich danke Ihnen. Das andere kriegen wir hin. Alles gut, mach dir keine Gedanken. Nadines Ex-Mann hat zugestimmt, sich auch über Nacht um seinen Sohn zu kümmern, so dass die frisch Operierte bis zum folgenden Morgen bleiben konnte. Kollegin Kirsten hat den kleinen Neo inzwischen kennengelernt und ins Herz geschlossen. Wann immer es geht, unterstützt sie ihre neue Freundin bei der Betreuung des Dreijährigen.